Ja, hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Egal. Episode. Ich bin wieder halbwegs ausgerüstet, habe auch wieder einen stylischen Cowboy-Hut. Jetzt fühle ich mich immer so nackt. Der Graf kam noch dazu, dann haben die Jungs mich wieder ein bisschen aufgepäppelt. Hab eine SKS. Wir haben ein Zelt gefunden. Und dieses Zelt wollen wir jetzt platzieren. Günstig aufstellen. Heute ist Mittwoch, heute was die Server-Restart-Geschichte. Also, wenn es nächste Woche ein Reset geben sollte, dann haben wir aber noch eine ganze Woche was davon. Das ist das Gute. Das alte Zelt steht bestimmt auch noch auf dem Server. Da unten ist der Graf. Hallo. Und bei diesem Machwerk wollen wir euch dabei sein lassen. Wir sind in Berenzino, ich bei den Neubau-Blocks. Ich bin drin. Der Graf ist draußen, wie schon gesehen und gesagt. Wir haben uns auch schon eine lustige Stelle ausgesucht. Muss ich erstmal schnell raussprinten, nicht, dass noch einer auf mich lauert. So. Dann folgt uns leise in eine neue Episode von Leben und Sterben in Chernarus. Manchmal mehr Sterben als Leben, aber das soll uns ja nicht stören. Jetzt weißt du endlich mal, wie schnell man von hohen Gebäuden fallen kann. Ja, aber immer noch besser als aus einem Treppenhaus oder ins Treppenhaus oder wie auch immer. Was macht das für einen Unterschied? So richtig keinen, stimmt. Ja. Hoch ist hoch. So, wir müssen in so eine nord-nordöstliche Richtung. Da hinten, aber wie gesagt, ich vorhin zwei Zombies gesehen. Ja, da links von uns, so leicht, 11 Uhr. Ist die Flinte überhaupt geladen? Ja. Nicht, dass ich da vor irgendeinem stehe und mache nur Klick. Ja, so siehst du, ich wollte dir auch noch ein bisschen Munition geben, ne? Bleib mal kurz hier. Ja. Kurz her. Ist das nicht ein bisschen offen hier? Na ja, gut, das, ja, geht, aber, das geht schon. Wie verschwindet das wenigstens nicht. So, ich krieg dir mal das PU-Scope hin. Ah ja, PU-Scope, das ist ja. Das ist eine Offenbarung. Liegt da vorne. Komm mal rum. Oder? Ja, ich seh's. Das werden wir gleich mal anbauen. Zack. Und hier hast du nochmal 20 Schuss Munition. Die, ja, die sehe ich. Zack. Ja, ich danke. Und dann werden wir mal losreiten. Ja, lass uns mal ein bisschen rechts lang laufen. So eine halbe Stellung. Ob da eine Zombies noch vorbeikommen. Wir können hier durch den Wald, der links von uns ist. Also gesehen hat uns keiner von denen, aber ich muss doch sagen, dass es hier relativ hoch Zombie frequentiert ist. Ja, also viele Zombies. Wir trammeln durchs Getreide, wir trammeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Guck mal, Hetty würde jetzt wieder sagen, guck mal, ein Hochstand. Übrigens, dieser geschlossene Hochstand, der da ist, das ist der Hochstand, wo ich rausgeschossen wurde, wo ich mir das Spiel das erste Mal installiert hatte. Wo unser ehemaliges Mitglied das mobile Feldgeschütz doch gedacht hat, Mensch, ich habe ein Gewehr, aber ich nehme die Pistole mit nur einem Schuss und schieße auf den anderen. Das war die Situation. Ich will da aber trotzdem mal reingucken. Jo. Kommst du in den Hochstand? Ich gucke hin, das ja. Oh, Moderathelm. Hat er Boxhandschuhe? Nee, doch nicht. Das ist eine Mütze. Ich
schauen wir mal ganz schnell auf die Karte, nicht, dass uns wieder so ein Missgeschick wie letztes passiert. Ja. Aber geh doch dafür hier hoch rein. Rein hoch, hoch. Die sind doch überall, ne? Die. Ja. Die hier. Hier oben nicht nachher noch Kelm? Das ist da laufen wir südlich dran vorbei. Okay. Also die Spitze von Kelm. Na dann. Warum läuft denn gegen Baum? Was ich jetzt so bisher gesehen habe, kann man jetzt wohl bisher immer noch keine kein Pfeil und Bogen benutzen. Funktioniert wohl immer noch nicht. Augenblick mal, ist das dann links? Hirsch. Hirsch? Ja. Ja, erlegen oder nicht erlegen? Das Fleisch können wir glaube ich ganz gut brauchen. Achtung, gewittert. Bewegen. Also ihr könnt ihm jetzt direkt in den Arsch schießen. Ja. Dann gibt's aber keinen dollen Schinken mehr. Das macht nichts. Dann haben wir überhaupt gleich einen Zombie hier vorne. Die legen sich jetzt sogar hin. Der hängt. Habe ich aber genau getroffen. Kommt der Zombie? Den noch nicht, ich guck. Okay, ich hol mal mit der Eisachs noch ein paar. Vielleicht brauchst du so gar nichts, vielleicht ist ja wieder so kaputt wie. Die Kuh? Die Kuh letztens hier, genau. Aber die Kuh hatte keine Animation mehr. Ja, stimmt. Ja, die hatte von vornherein keine Animation. Das ist richtig. Jetzt habe ich ihn aber. Zack. Weiß gar nicht, ob er das zweite Mal getroffen hatte. Und beim ersten Mal habe ich einen Blutspritzer gesehen. Ich möchte auch sagen, so Höhe Kopf. Ja, ja, ich habe auch im Kopf gezielt. Also das war. Das war schon so. Eingeweide können weg, der Rest auch. Vier Stücken Fleisch habe ich jetzt und ein Fell. Okay. Wie viel braucht man für die Weste nochmal? Wie viel Fell? Vier oder fünf? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, man kriegt auch nur aus einem Fell, wenn man es gerbt, einen raus, ne, oder? Nee, vier, glaube ich. Das ist schon so lange her. Musst du noch was umstecken oder alles gut? Nee, das Fell habe ich jetzt mal mitgenommen. Okay. Wenn wir einen Sack finden mit Kalk oder so, dann könnte man, oder mit Dünger besser gesagt. Meistens ist erstmal ein Zelt dran. Genau. Weil die Westen sind ja nicht schlecht, die man aus diesen Fellen ja bekommt. Die sind zwar ziemlich hell, aber du hast ja momentan gar keine. Okay. Das ist schon mal. Das ist echt sinnvoll. Ja. Halt, 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 halt. Wollen noch einen Hirsch? Das ist ein Busch, der beleuchtet wird. Das ist glaube ich nur der Busch. Ja. Ne, alles gut. Ich
Mit dem Mosin hättest du wahrscheinlich bloß einen Schuss gebraucht. Ja, das auf alle Fälle. Aber es scheint so, als wenn es da keine Kopftrefferzonen gibt. Will ich jetzt mal so vage in den Raum stellen. Jetzt hier zu unserer Rechten ist jetzt Kelm. Was ist zu unserer Linken? Ist auch noch, gehört damit dazu, also so. Ja. Okay. Tommy hat uns. Run, 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 run. Oh, mich auch. Was? Ah, okay. Aber ich glaube, hier sind noch wieder ein paar mehr. Also egal, wir nehmen die erstmal mit. Wir laufen erstmal Richtung Camp, wo wir da hinten hinwollen. Ja. Bis dahin haben wir die erstmal schon auf jeden Fall ganz gut müde gemacht. Ich glaube, wenn wir laufen, hängen wir die auch irgendwann ab. Ja. Und jetzt kommt hier noch so eine hügelige Landschaft. Wow. Ich glaube, jetzt glaube ich weiter Marsch. Ja, aber, ist egal. Aber die sind langsam, die sind langsam. Ja. Ist egal, wir nehmen noch ein Stück noch mit. Ja, ja. Hier in Kelm wollte ich jetzt nicht unbedingt spießen. Lauf, Forrest, lauf! Ja. Ah, die haben wir doch gleich abgehangen, die werden uns gar nicht hinterherkommen. Als ich respawned bin in der Nähe von Soldici, da hatte ich auch einen hinter mir, ich bin einfach bloß gelaufen und irgendwann war der auch weg. Ne? Also, wenn die langsamer werden, dann verlieren die so schnell die Spur. Interessant wird es natürlich nachher, wenn man selber noch eine Kondition hat. Ja. Dann wird es etwas kritisch. So, ganz schneller Weg mal. Behalte es mal hinten im Auge. Ich kann scheinbar mal auf die Karte gucken. Ja. Okay, muss irgendwo links von uns muss jetzt ein Weg sein. Dann kommen wir jetzt gleich nochmal auf so eine kleine Häusersiedlung. Okay. Ja, von den Zombies ist nichts zu sehen. So, können wir jetzt noch normal laufen. So, da links ist der Weg. Ja. Okay, war noch nicht. So, wie schlecht erkennen wir, was das für eine Häuserstruktur ist. Weil das sieht so aus wie dieses Krankenhaus bei. Gott, wo war das? Was wir letztens gefunden haben. Bei Tscherno oder bei Elektro? Ach, dieses hölzerne, dieses mit dem, ja, sagen wir, dieses genau. Ferienlager nennen wir es einfach mal. Ja. Haben wir da auch, glaube ich, schon mal festgestellt, dass es ein bisschen aussieht wie so ein Ferienlager. Das ist die Straße, hier können wir weiterlaufen. Tja. Hier soll auch immer viel drin spawnen in diesen Ferienlagern. Bei mir. Hier ist dieses neue Haus dort. Zombie rechts. Hat er uns gesehen? Nee. Nein. Und Manfred von Richthofen sagte immer schon, die Sonne immer im Rücken haben. Ja. Wir machen es genau falsch. Ich werde mich mal in das neue Haus reinschleichen und die Türen mal zumachen. Jetzt komme ich nicht mehr über diese Steine hier rüber.
Okay, ich bin drin. Ein Weapon Cleaning Kit. In der Mage. Ansonsten Mütze und ein paar Schuhe. Viel gab es nicht her. Gut, ich gehe jetzt hier mal die linke Reihe durch. Da rechts bei dir müsste auch noch mal eine Reihe Ferienhäuser sein. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen gucken, wo der Zombie ist. Hast du eigentlich schon einen Kompass? Jupp, habe ich. Oder? Jetzt muss ich lügen. Ja, habe ich. Da war ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Es wird schon wieder dunkel, oder? Ja. Geradezu ist auch noch ein Zombie. In welchen Ferienhäusern bist du denn jetzt? Ich bin links. Über den Weg. Also ich bin ja links im Weg lang. Ja, okay. Die linken, also dann nehme ich die rechten. Genau. Zombie gerade von vorn, aber der guckt nicht in meine Richtung. Ja, was kann man sagen? Also man sollte immer auf alle Fälle die Türen zumachen, wenn man an ein Haus geht. Wenn man doch gesehen worden ist irgendwie, dann kann man immer noch schnell mal sich in den Häusern dann in Sicherheit fühlen. Oh, eine Dose Sardinen. Die werde ich mal zu mir nehmen. Du isst mal alles. Hab dich nicht so. Schon bin ich auch wieder hydrated. Noch eine Dose zu essen. Das knallen wir uns alles rein. Ich habe noch diese ekelhaften Halbschuhe an. Die werde ich mal gegen die Stiefel austauschen. Ich glaube, das sind Stiefel da vorne. Der ist am See, da kannst du ein paar neue angeln. Ja. Das sind Worker Boots. Macht jetzt keinen Unterschied zu Turnschuhen. Am besten wären ja die Rallyes. Hier stehen Streichhölzer. Von auch mal ganz gerne, okay. Danke. Oh, Zombie. Ich nehme den zweiten mal mit. Die beiden lümmeln hier schon mal los. Ja. Aus. Nee, doch. Jetzt sind die alle beide. Oh, ich sehe dich laufen. Ja, hast du einen schönen Fanclub. Ja. Die Tür zu. Hat mich ein bisschen stutzig gemacht.
Ach, hier ist ja noch einer. Na komm, dich nehmen wir noch mit lang. Wenn du schon mal da bist, dann komm auch Ja. mit. Einmal dabei sein, einmal frei sein. Nimm dann gleich mal die hinteren Baracken. Also einsam und allein stehen. So, der muss doch langsam mal müde werden hier. Nein. Ah, vor mir rennt auch gerade so eine Zombie-Tante rum. Mensch, was ist los hier? Gespannt, was sie vorhat. Natürlich auf mich zukommen. Ja, du hast doch wohl auch jetzt nichts anderes zu tun, als da hinten so ein bisschen Patrouille zu laufen, oder was? Nee, ich hab jetzt alle hier draußen stehen. Nee, ich meine die Tante, die hier noch so rumläuft. Da ist noch ein zweiter da hinten. Da ist noch ein riesengroßes Wasserbecken, so wie das aussieht. Jupp. Na, was ist denn? Schießt du? Hast du geschossen? Jupp, ich war's. Oh, schwer. Schreckliche Angstzustände hier bekommen. Hab eine AK gehört, ich wusste nicht genau, ob du eine AK hast. Ja. Einmal haben sie noch. Okay, bist du deine Zombies jetzt auch los oder? Nee, nee, die rennen hier noch rum. Die laufen quasi Patrouille vor diesen Häusern, die hier ganz am Ende sind. Dann werde ich die auch mal ausschalten. Jo, beide weg. Also wenn es denn hier wirklich mal richtig Zombie-Horden wären, dann wird's echt lustig. Ich hab grad so ein bisschen vor mich hingefuchtelt mit meiner Maus und festgestellt, irgendwie ist sie noch, hier noch ein bisschen zu empfindlich. So, sollte da die Sense ein bisschen runternehmen. Hast du dich gesetzt? Hast du hier gegenüber in dem Haus schon? Welchen? Ich sehe dich gerade nicht. Du bist ja gerade in so ein Haus reingegangen, ne? Ja. Ja. Ich sehe dich da, okay. Ich bin Die hier auf der anderen Seite. da war ich schon drinnen, in den Häusern. Okay. Da war nichts großartig Dramatisches. Nein. Aber was manchmal ganz lustig ist, unter den Betten liegt auch was, wenn man sich nämlich flach auf den Boden legt und auf Hilfe wartet. Nee, dann kann man da untergucken und find hin und wieder doch mal was. Das ist natürlich kein Regelfall. Was ist das hier für ein Bootsanleger mit so einem Swimmingpool? Und das Zelt sollte jetzt hier oben stehen, ja? Also, nicht sollte, aber da hast du darüber nachgedacht. Genau, ich habe nicht gewusst, dass es jetzt nur so ein Ferienlager ist. Wir können aber mal gucken, ob wir das. Ich gucke mal kurz auf die Karte, weil jetzt nach Norden hin kommt erstmal eine ganze Weile nichts. Also für Münchner fast die meisten Leute werden wieder Richtung Kelm laufen und hier nicht unbedingt durch den Wald Richtung Norden. Ob man das jetzt hier irgendwie, ja, hätten irgendwo in den Wald ja so drin versteckt. In der Nähe von dem Schwimmbecken da. Den kleinen Badesee. Ah, die Frage ist natürlich, ob dieser Platz hier natürlich wieder sinnvoll wäre, ne? Weil ja auch das doch in dem Fall wirklich stark frequentiert ist. Weil es eben wirklich viel Loot gibt und
Da muss man sich jetzt Gedanken machen, ob man das hier hinlegt oder ob man das an einen anderen Punkt legt, wo weniger Leute sind. Also generell weiter im Süden oder? Naja, ich bin jetzt mal so, ich bin jetzt mal davon ausgegangen, wenn man jetzt in Solnitschny spawnt. Nehmen wir zwei Punkte. Du hast ja meistens zwischen Elektro und Tscherno. Mhm. Jetzt nehmen wir mal Tscherno als Referenz und eben Solnitschny als Referenz und dazwischen bewegt sich das ja so ein bisschen. Wäre eigentlich rein theoretisch das Kutoi-Kap irgendwo in der Mitte. Und von da aus nordwestlich. Also in der Nähe von Tulga. Ich glaube, das ist Tulga, ja. Ja, das sieht gut aus, würde ich sagen. Fast nicht zu sehen, es sei denn, man kommt oben durch den Wald. Aber das haben wir ja letztes Mal schon festgestellt. Eine Seite sieht man immer. Hast du eigentlich was zum Kochen mit? Ja. Das sieht ganz schön abgeranzt aus. Also. Hat schon ein bisschen gelitten. Ja. Wollen wir so stehen lassen, oder? Ich kann auch ein Fireplace Bit machen, also. Okay, Fireplace Bit. Blub. Liegt vor mir. Ich weiß jetzt nicht, was er für eine Probleme gerade hat, aber er hat hier ordentlich Frame Drops. Oh, einen Ofen gebaut. Dann legen wir noch den Topf. Kann man den in den Ofen stellen? Oder kann man da einfach so das Zeug reinlegen? Den Topf kannst du, glaube ich, einfach so reinstellen jetzt. Okay, sind 8 Steine der Ofen und 6 Steine einfach bloß. Das ist gut zu wissen, dann brauchen wir nämlich kein Dreibein. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Das kannst du auch, glaube ich, gar nicht so oft machen, weil sonst nämlich relativ schnell nachher dein Eispegel kaputt ist. Nee, aber die Steine kannst du immer wieder verwenden. Also wenn du jetzt ein Zelt nebenbei hast zum Beispiel, dann geht's ja gut. Aber du kannst die Steine auch bloß, ja, die sollte man auch nicht zu weit... Nee, jetzt kann es sein. Das haut nicht hin. Wir können ja mal ein Stück Fleisch opfern. Und probieren, ob wir es darin garen können. Wir werden jetzt den Topf verlieren. Weil der Topf jetzt im Feuer... Ja, nee, den Topf rausnehmen und das Fleisch so reinlegen. Können wir machen, nicht den Topf raus. So, dann machen wir, dann legt man bloß ein Holz rein, Augenblick. Ich nehme mal... Ich muss dahin, sonst geht's nicht mehr. Ich mach mal an, ne? Mhm. Vielleicht ist es auch da nicht so hell, wenn man einen Ofen baut. Ist es auch nicht. Bisschen Licht schluckt ja. So, dann lege ich mal ein Stück Fleisch rein. Wird heiß. Was bei Prostin? Bleibt Christine. Wenn das Gute ist, schmeiße ich die anderen gleich mal hinterher. Es wird schlecht. Okay. Bei Damage nehme ich es raus. Ist okay, ist es. Sonst nehme ich die Steine nochmal raus und splitte die und dann nehmen wir den Cooking Tree ab. Wenn du den Topf jetzt wirklich reinstellst. Was hat der Topf? Ist der Damage schon oder? Der ist noch plus 10. Nee, und jetzt ist er schon warm. Okay. Geht sehr schnell, ja. Also lassen wir es jetzt ausgehen und dann. Jetzt kann ich nämlich die Steine hier nicht rausnehmen. Ja, okay. Ja, Zelt gebaut. Ofen auch. Wie der Ofen funktioniert, da sollten wir uns mal lieber nochmal ein paar Gedanken machen. Oder funktioniert eine Pfanne im Ofen?
Jetzt ist es schon aus. Also jetzt ist es zwar noch heiß, aber aus. Von hier aus wollen wir dann unseren Feldzug in die nördlichen Regionen starten. Sprich Richtung Flugfeld, was wir eigentlich ja geplant hatten. Und wie wir dieses, ja, das Rätsel des Ofens lösen, werden wir mal schauen, vielleicht in der nächsten Episode. Auf alle Fälle werden wir jetzt noch ein bisschen Fleisch garen, damit wir was zu essen haben. Und werden uns in der nächsten Folge dann weiter auf in den Norden machen und mal schauen, was da so für Aktivitäten sind, feindlich oder nicht. Das wird sich zeigen und bis dahin sage ich mal wieder auf Wiedersehen. Du kannst auch mal Tschüss sagen. Ja, tschüss. Come undone.